Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Paper Mario The Origami King. Wow, im letzten Part sind wir durch die zugige Zeche gekommen und haben am Ende dieser einen Toad-Verkäufer gefunden, der uns dieses kleine Automobil hier geliehen hat. Und wir sind prompt mit dieser Wüste konfrontiert worden und uns stehen nun alle Wege offen und alle Möglichkeiten, um diese hier zu erkunden. Ja, diese komischen Stellen sind mir auch aufgefallen. Aber ich glaube, es bringt nichts, sie mit dem Hammer zu bearbeiten. Ja, es gibt hier einige Stellen, die ein bisschen merkwürdig funkeln. Okay. Konfetti können wir scheinbar auch nicht dran anwenden. Vielleicht ist das was Weltinternes, was wir erst später im Verlauf der Story aktivieren können. Jo, die sind hier überall auf jeden Fall. Warte mal. Ich kann kein Konfetti schnipsen, während ich im Auto sitze. Okay, da muss ich immer separat für aussteigen. Okay, es gibt neue Gegner, die uns hier erwarten. Pokies, Knochentrocken und allerseits gefährliches Zeug. Ey, das ist doch genau das, was sich jeder Paper Mario Fan wünscht, oder? Riesige Areas. Krass designed. Und vielfältig vor allem. Du willst laufen? Ja, chill doch. Ich check hier nur kurz die Area ab. Was ist mit dir hier? Wow, 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 wow. Also wenn ich nicht muss, kämpfe ich nicht, ne? Also. Toad, komm mal runter. Kann man den überhaupt von hier unten aus bekommen? Genau, was ich vergessen habe zu erwähnen, die Sonne ist natürlich auch erloschen. Statt der Sonne sehen wir hier ein riesiges schwarzes Loch am Himmel. Und genau, Olivia hat sich deswegen im vergangenen Part schon aufgeregt. Weil es ganz und gar nicht das ist, was sie sich unter einer Wüste vorstellt. Und wir haben hier ein weiteres Toad-Labor. Hier können wir natürlich wieder unser Toad-Radar aufladen, was ich seit gefühlt 20 Parts nicht mehr verwendet habe. Aber, jo, kann ja nicht schaden, ne? Ja, puh. Ich danke dir, Mario. Ich habe schon gedacht, ich würde für immer einen Papierstau stecken. Dies hier ist eine Zweigstelle des Sensorlabors. Und zwar die Niederlassung Große Sandpapierwüste. Was sagst du, Mario? Soll ich dich zum Hauptlabor faxen? Ach ja, komm, mach mal. Ich glaube, mein Toadradar ist mittlerweile eh abgelaufen. Kann ja nicht schaden, den einmal nochmal kurz aufzufüllen. Und Münzen haben wir ja sowieso genug. Hey, yo. Ach so, nee, ich muss das ja an der Maschine machen. Was wäre, wenn ein Gerät nicht dem Aufspüren dienen würde, sondern einen selbst unaufspürbar macht? Tja, das Grübeln hat ein Ende. Weide deine Augen an diesem tollen Laminieranzug, solange du ihn noch siehst. Damit kannst du leichter einen Gegner vorbeischleichen. Bam, eine weitere Grenze der praktischen Physik verschoben. Huh? Yo! Spring in die Röhre und ich zeige dir in unserer Vorführkammer, wie unser Laminieranzug arbeitet. Alter, danke, Mann. Klaro. Hört sich gut an. Wenn wir nicht mehr so viel kämpfen müssen. Win-win. Okay, Mario, dann probieren wir jetzt den Laminieranzug aus. Hyperforce, go! Siehst du? Oder vielmehr siehst du nicht? Der Anzug hat dich nämlich durchsichtig gemacht. Jetzt kannst du dich an Gegnern vorbeischleichen, ohne dass sie dich bemerken. Okay. Steuern kann ich hier gerade nicht. Aber berühre sie dabei lieber nicht, denn sonst fliegt deine Tarnung auf. Bei Gegnern mit schärferen Sinnen klappt das jedoch nicht. Die durchschauen den Trick. Nicht dich. Wie auch das Toadradar benötigt der Anzug viel Energie. Achte stets auf deinen Energieverbrauch. So, und damit genug erklärt. Es wird Zeit für einen Test. Na
Okay, es gibt anscheinend einen kleinen Parcours, durch den wir uns jetzt arbeiten müssen. Erreiche die Fahne, bevor die Batterie leer ist. Lass dich nicht von den Fallschirmen erwischen. Fertig. Start. Okay, ich glaube, so schwierig wird das hier jetzt noch nicht sein. Die versperren natürlich frech den Weg. Aber ich muss sagen, ey, das sieht echt gut aus. Wirklich wie so ein kleines Laminat. Also haben den Anzug echt schön gestaltet. Was heißt gestaltet? Mario, sehr schön durchsichtig aussehend gemacht. Gehst nochmal weg. Okay, vielleicht müssen wir auch oben lang. Oh, verdammt. Scheiße. Ah, der Anzug macht dich zwar unsichtbar, aber wenn du Gegner berührst, entdecken sie dich. Ja, gut, ich weiß ja jetzt eh, wie der funktioniert, ne? Ich krieg den doch jetzt trotzdem, oder? Ein weiterer Test ohne Explosion. So eine lange Glückssträhne hatten wir noch nie. Auch dieser Prototyp ist damit offiziell bereit für einen Feldtest. Wie bereits erwähnt, können manche starken Gegner dich noch immer wahrnehmen. Pass auf dich auf und auf den Prototypen auch. Und damit ist der Laminieranzug offiziell unserer. Ein Anzug, der dich für Gegner schlechter sichtbar macht. Ich werde hier weiter forschen. Es gibt schließlich noch etliche Grenzen, den wegzufegen. Zurück an die Arbeit. Gut, und wenn wir schon mal hier sind, lade ich natürlich auch mein Toadradar auf. Ladevorgang. Ladevorgang abgeschlossen. Gut, dann schön, dich gesehen zu haben und tschüssi, ne? Gut. Mit Laminieranzug wollen wir natürlich weiter die Sandpapierwüste erkunden. Oh, wow. Ich dachte gerade, ich verpasse den. Aber nee, ich habe ihn einfach mit runtergekickt. Mich zu einer Echse zu falten. Das war kaltblütig. Oh, nice joke, I like that. Wegen Reptilien und so, ne? Nee, ohne Spaß, die Witze sind schon echt ziemlich clever. Gefällt mir. Was ist das denn? Es sieht so aus, als käme man dort hinein. Sollen wir es einmal ausprobieren? Es handelt sich um einen riesigen Turm in der Form eines Toads. Hey, sieh dir mal diesen großen, dürren Kerl da an. Und die Spitze sieht fast aus wie jemand, den wir kennen, oder? wie so ziemlich jeder Toad jemals. Genau, die Glocke klingelt schon. Oh, Alter, sieht das krass aus hier. Puh, das sind eine Menge Stufen. Schwebst du doch eh hoch. Also, für dich. Danke, dass du mich immer trägst. Ach so. Denkst du, dass wir schon im Kopf des Turms sind? Ich denk mal schon, oder? Das werden doch wohl die Augen sein. Und scheint nicht weiter nach oben zu gehen. Ah ja, mal sehen. Da steht. Tut mir leid, ich kann das wohl noch nicht lesen. Aber ich würde gerne, wenn das was hilft. Ja, vielleicht kannst du sie nicht lesen, aber ich vielleicht. Okay. Ist mir scheinbar verwehrt. Hey, ein kleines Fenster, durch das man rausschauen kann. Oder in das man irgendwelchen Dekokram stellen kann. Sollen wir es mal ausprobieren? Was Dekokram da reinzusetzen? Hier, nimm. Die welke Feuerblume. Denke nicht, dass das passt. Okay, scheinbar müssen wir irgendwas finden. Hier ist scheinbar schon was eingesetzt worden. Wahrscheinlich brauchen wir das entsprechende Gegenstück für das andere Fenster. Oh, ist das vielleicht so eine Art Leuchtturm hier? Auf jeden Fall äußerst mysteriös das Ganze. Und ich merke gerade, uns geht das Konfetti fast ein bisschen zur Neige. Oh, vielleicht reicht das noch für dieses eine Loch hier. Nee, gar nicht mal. Okay, wir müssen uns wohl oder übel einen Kampf finden. Und da gibt es ja. Oh, oder? Wir rasen einfach in irgendwas random rein. Und natürlich ist hier noch ein Toad irgendwo vergraben.
Es heißt, du hast ein richtig cooles Stiefmobil. Fährst du das auch richtig schnell, wenn du ZR gedrückt hältst? Ja, Wahnsinn. Oh, bezweifle immer noch, dass das reicht. Oh Gott. Das gefällt mir immer gar nicht, wenn ich da so ein Loch unausgefüllt lassen muss. So, und hier ist die entsprechende Röhre, die uns dann zurück zum Museum führt. Perfekt, dann haben wir auch Shortcut hierhin. Warte mal, ist da noch ein Toad? Zu viel Sandburgen gebaut, oder was? Danke, dafür weise ich dich auf den wichtig aussehenden Altar da drüben hin. Jo, thank you, Bro. Ob du es glaubst oder nicht, da wäre ich gleich auch selber mal hingegangen. Ist das eine Art Plattform? Und ist das ein Bild von der Sonne? Apropos Sonne, die scheint hier gerade wieder richtig krass rein. Kurz mal Pause und das Fenster Rollladen zuziehen. Yay, ich bin nicht mehr überbelichtet. So. Ah, noch mehr von dieser seltsamen Schrift. Du willst bestimmt nicht, dass ich nochmal versuche, sie zu lesen, oder? Hier gibt es jedenfalls eine ganze Menge seltsame Schrift. Was für eine große Müsli-Schüssel. Ja, ein gutes Frühstück ist wichtig. Oh, Moment. Es ist der Sun. Warum der wohl da ist? Ob wir etwas draufstellen sollten? Was denkst du? Welke Blume? Glaub nicht, dass das was bringt. Andere Vorschläge? Nee, mehr weiß ich erstmal nicht. Haben wir bestimmt noch einiges zu entdecken hier. Mal, wie steige ich aus? Ah, mit B. Money, money, money. Oh, da sind noch ein paar Statuen. Alter, diese Wüste ist ja wirklich riesig. Doch, ich gehe mal erstmal dahin. Ich dachte, wir wären hier jetzt an der Ecke, aber das zieht sich anscheinend noch ein bisschen weiter. Okay, wenn wir dagegen schlagen, drehen sich diese Statuen einmal. Sind das Hühner? Gut, wir kriegen wahrscheinlich im Verlauf des Spiels gesagt, wie wir sie anordnen müssen. Und dann wird uns das irgendwas bringen. Dann lasse ich erstmal die Finger davon, weil da gibt es bestimmt zigtausend Kombinationen. Und oh mein Gott. Ist ja noch eine ganze Ausgrabungsstätte fast schon. Danke sehr. Und keine Sorge, ich bin nicht giftig. Alles gut, mein Freund. Glitzerfeuerblume. Und an wem könnten wir sie besser testen als an diesem Bu? Ah, die sind schon perfekt angeordnet für die Feuerblume. Warte mal, muss ich mir jetzt merken, wo die waren? Boah, Glückstreffer. Ich habe nur halb drauf geachtet. Okay. Bei denen muss man immer ein bisschen auf der Hut sein. Boah, wenn die dann ein bisschen schwieriger angeordnet werden, dann könnte es richtig tricky werden. Nice. Schön verkokelt. I like that. Ah, mein Gott, Poki, du bist gleich auch an der Reihe. Oder jetzt schon. Dann haben wir auf jeden Fall genug Konfetti, um da hinten das Loch zu stopfen. So. Und könnt ihr auch irgendwas Besonderes? Warte mal. So am besten? Eigentlich nicht, ne? Okay, wir haben nur einen Ringzug. Doch, das ist perfekt. Genau. Zwei Hammerschläge und dann war's das. Und dann fällt er das Action-Kommando. Gut, dann sehen wir zumindest einmal, was sie können. Mama Mia!
Ja! Okay, sie verstümmeln sich einfach selber, um mich anzugreifen. Dafür greift aber jeder einzeln an und macht gehörigen Schaden, lieber Scholli. Er war echt cool, was für kreative Angriffsmuster sie sich dann auch haben einfallen lassen. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Für jeden Gegner irgendwie was Einzelnes. Das bringt echt nochmal Varietät rein. So. Das war's jetzt aber auch mit euch. War schön, aber mehr muss dann auch nicht sein. Perfekt. Und unser Schnipselbeutel ist wieder so gut wie aufgefüllt. Und wir kriegen sogar noch ein paar Color Stiefel geschenkt. Der Color Hammer. Auch irgendwie so ein Wort. Das habe ich mittlerweile schon dreimal im Let's Play benutzt. Ja, der amerikanische Akzent, der scheint leider immer wieder ein bisschen durch. Gut, die Boos funktionieren hier, glaube ich, genauso wie in allen anderen Mario Games. Man muss sie angucken und dann greifen sie eigentlich an. Okay, aber ich muss mir kurz noch mal ein bisschen Konfetti holen, also bis nachher. Ja, man muss mir eigentlich immer wieder sagen, dass ich Items ja auch ausrüsten muss. Genau, das ist besonders jetzt in der Wüste wichtig, weil auf die Pokies kann man nicht springen. Ist mir gerade auch aufgefallen. Alter, und ich habe ja so viele verschiedene Hammerarten. Feuerhammer, Eishammer, genau, die haben wir alle bei diesem Ninja-Wurfspiel gewonnen. Stimmt, geh weg. Weil vielleicht brauche ich dich doch gleich mal wieder. Was haben wir hier? Oh, ein Schnipselbeutel, wie schön. Muss ich mal nicht kämpfen? Ja, ja. Oh. Was war das? Ach, ein Bu. Ja. Kennen wir ja. Es sind auf jeden Fall schon deutlich coolere Rätsel mit den Bus. Wenn man am Anfang einmal kurz mich aufpasst, dann kann man da schon, denke ich, ganz schnell in die Bredouille raten. Wird dann, denke ich, wenn die Rätsel ein bisschen schwieriger werden, die auch immer mal wieder reinschneiden. Vielen Dank! Ich habe mir schon überlegt, dass ich lieber gefightet worden wäre. Was? Gefightet, als da im Kaktus zu hängen? Oder? Okay, my dear. Und wer haben wir? Hier haben wir wieder eins der kleinen Cafés. Diesmal mit einem Sumo, Bro. Was willst du? Ha? Mega Kaffee. Ich trinke Kaffee aus ganzer Welt. Hey Barista, noch ein Espresso. Wahrscheinlich, der kriegt so einen Eimer, Alter, so ein Witzling. Halt das. Ach, das ist so eine Kolonne. Hey, lass mir gefällig auf was. Vor allem, wir haben den Mega-Kaffee bestellt, ne? Na gut, wenn er uns vollständig heilt, dann... Okay, cool, dass wir hier ein weiteres Kaffee gefunden haben. Ich würde sagen, im nächsten Part von Let's Play Paper Mario The Origami King gucken wir uns dann die Archäologiestätte ein bisschen weiter an und natürlich auch die Wüste als Gesamtes. Wir wissen ja immer noch nicht genau, was für Aufgaben uns hier jetzt erwarten. Aber Leute, das sieht mir auf jeden Fall echt facettenreich aus und ich bin mega gespannt zu sehen, auf was für Sachen wir hier noch stoßen werden. Okay, ich freue mich darauf, euch dann das nächste Mal wieder dabei zu haben. Leute, viel Spaß, macht das Beste aus eurem Tag, liked den Part und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario The Origami King. Ciao, ciao!